Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Forest Nummer 14, also Folge 14. Und ja, ich hatte eben schon mal 5 Minuten oder so aufgenommen, oder 3 Minuten. Bin da eigentlich nur im Kreis gerannt, hab ein bisschen, bisschen erzählt. Und ja, dann habe ich einen Anruf bekommen und die Aufnahme, naja, nicht die Aufnahme ist abgestürzt, aber The Forest. Und was wir jetzt tun werden, diese Folge, ist, wir suchen erstmal, also primär suchen wir ein Dorf von den Mutanten. Und dieses Dorf, also, ja, wir suchen halt ein Dorf und in diesem Dorf suchen wir ein bestimmtes Item, nämlich eine Axt. Eine halt eine moderne Axt, wie sie hier heißt. Und oh, ich muss hier direkt wieder was ändern. Hi. Motion Blur disabled. So, weil das Gras, ihr habt gesehen, das Gras hatte ich auf weite Entfernung eingestellt. Also, dass ich es auf weitere Entfernung auch noch sehen kann. Dass halt dafür gerendert wird. Und trotzdem war es halt auf nah. Und ja, das ist halt auch so ein Bug, den ich heute oder gestern herausgefunden habe, wann auch immer. Und also den ich vorher nie hatte. Und wir sind hier schon mal ganz gut. Und ja, dieser Bug ist ziemlich nervig, da muss man halt einfach auf hohe Einstellung stellen und ja, dann halt wieder alles anpassen. Mehr eigentlich nicht. Ups. Und ja, diese moderne Axt, Moondai 7 meint, die wäre besser, aber so ganz überzeugt bin ich den auch noch nicht davon. Und Moment, war das überhaupt? Nee, das war auf jeden Fall nicht hier, wo er die gefunden hatte. Aber hier ist, oder Moment, weiß ich nicht, also wir waren in dem Dorf auch solche Tische, aber ja, und dann lag irgendwie hier so zwischen, aber das war in einem anderen Dorf. Aber es gibt wohl mehrere von diesen Dörfern. Oh, dieses Bein. Und ja, wir sind jetzt auf der Suche nach einer. Und ich hoffe auch, dass sie dann besser ist als unsere. Also, dass sie irgendeinen Bonus hat. Hier liegt Geld rum. Und ja, ich spam mal ein bisschen eh. Ah, einen Stein haben wir aufgehoben. Super. Ist ja schon mal ein Anfang, ne? Ach, Geld liegt da, okay. Medizin oder was auch immer. Und ja, eine Axt liegt hier aber nicht. Schade. Dann nehmen wir wieder unsere in die Hand und. Oh, fuck! Verpisst euch! Oh Mann! Muss das denn immer sein? Die sind gerade gespawnt. La la la. Ja, wir haben die nicht gesehen. Es ist nicht ein schöner Verpiss dich Tag. Ja. Und ja, meine Taktik wäre jetzt einfach irgendwie in den Wald laufen und irgendwie versuchen, was zu finden. Verpiss dich. Mensch. Okay, die sind ganz da an uns. Ah. Oh Mann. Da oben ist der Lebensbaum, der kann uns helfen. Oder? Also so schlecht sieht es gar nicht aus momentan. Verpiss dich, Alter. Alter, wie der uns anspringt. Oh mein Gott. Ah, da oben wäre auch ein netter Platz. Oder hier unten. Aber darum geht's jetzt nicht. Drei direkt an uns. Oh Mann. Ja, das sind die Mutanten. Ah, verpisst euch. Hey, okay. Irgendwie sieht das aus, als wäre das sehr nah dran. Achso, ich glaube, das ist auch noch begehbar. So, haben wir den noch einen mitgegeben. Hat sich auf jeden Fall verdient. Drüben kann man rauf, aber da drüben ist es auch nicht so schön. Und da vorne bin ich auch mal gestorben. Da oben ist denn das große Loch. So, du verpisst dich jetzt mal bitte.
Ja, verpiss dich einfach. Hast du eine Erlaubnis hier zu sein? Nein, nein, nein. So, weg mit dir. Bitch, ey. Mensch, jetzt bluten wir wieder. Dann können wir nochmal schnell einen Abstecher ans Wasser machen. Und ja, vielleicht finden wir auf dem Weg noch irgendwie was zum Grillen oder so. Und dann hätten wir auch noch. Dann würden wir so erstmal auskommen. So, da oben ist jetzt. Also, das will ich mir sowieso nochmal angucken. Hier war ich selten. Oder eher gesagt, hier unten war ich nie. Da bin ich nur einmal am. Ja, was ist das? Nee. Ja, See, Meer, wie auch immer. Boah, hier sieht's geil aus. Und der Stein steht stabil. Auf jeden Fall. Und ja, ich bin nur mal am Meer da, am See lang gegangen. Ah, am Meer, okay. Am Meer auch nicht. Hier würde ich gerne ein Camp machen. Das einzige Problem ist dieses Loch, weil da ist nur die Oberfläche aufs Wasser. Hä? Oh. Oh. Mittagessen. Jetzt brauchen wir aber einen Anglerstock. Und den gibt's hier nicht. Schade. Mensch. Okay, hier soll eigentlich Wasser sein, also. Oh, hier ist nochmal Schlamm. Bam. Und hier ist Rinde über dem kleinen Teich. So. Oh. Sterben wir, wenn wir hier hinten. Oh, eine Kröte. Der Kröte. Oh mein Gott. So, sterben wir hier? Ne. Man kann ja bei der Forest eigentlich überall davon ausgehen, dass man stirbt. Und. Oh, ich bin im Stein drin. Geil. Nice. Ja. Mutter Natur. Was sie so schafft, ne? So, hier ist noch eine kleine Kuhle, aber hier geht's nicht rein, oder? Nee. Hier geht's in den Berg. So. Ja, dann. Und hier unten nochmal schnell. Wird es Nacht? Ich glaube ja. Mal kurz hier gucken. Ja. Ja, fuck, es wird Nacht, ne? Ich würde sagen. Oh, hier ist es gut. Wir machen. Oh, wir machen uns schnell mal ein Camp. Holy. Okay. Nein, nicht so. Bam, bam. Bam. Ja, hacken wir schnell zwei Bäume. Oder vier, wie viel braucht man? Weiß ich nicht. Ich mache mir doch keinen kleinen Unterschlupf. Okay, der fährt noch da, das ist gut. Dann nehmen wir hier den nächsten mit. Gut. Und ja, dann können wir da unten direkt mal ein Shelter einstellen. Komm, noch schneller. So viel, wie viel braucht der? Vier. Nein, nicht dahin. Boah, das war knapp. Och Mann! Och, das ist echt doof, jetzt ehrlich. Ja, ich hab so Angst. Oh Mann, jetzt ehrlich. Nicht cool. The Forest, nicht cool. Mensch. Mensch. Ich bin aber gespannt auf den Patch, also was der so bringt. Da soll ja jetzt irgendwie neuer Patch rauskommen, der auch schon angekündigt wurde, der cool sein soll und so und sowas. Ich bin gespannt, na, was da draus so wird. Ich hoffe mal, dass es einfach richtig viele Bugfixes sind, weil Bugs gibt's einfach zu viele hier. Ja, das ist gerade übrigens der Ladebildschirm. Also beim Rennen habe ich gesehen, dass ihr irgendwie so ein Bild seht von da, wo wir spawnen.
Aber ich sehe hier, ja, wie soll ich sagen, halt, loading may take a moment, ne? Ist so ein bisschen anders. Ah, okay, es beginnt sich aufzubauen. Ja. Gut. Ein paar Bären haben wir hier auch. Jetzt sind wir wieder am Anfang der Folge. Aber wir haben wenigstens was erkundet. Und es sind wieder blaue Bären da. Können wir denn direkt essen? Ja, also, nochmal von neu. Aber diesmal wissen wir, dass in der anderen Richtung nicht ist, nichts ist. Also nehmen wir das jetzt als sozusagen Teleportation nach Hause und Überspringung der Nacht. Und ja, jetzt suchen wir halt die andere Seite ab, ne? Das ist auf jeden Fall sehr praktisch für uns und das war geplant. Ich bin sehr gut in solchen Sachen. Ich, ja, höre einfach auf zu reden, damit nicht so viel Scheiße dabei rauskommt. Und ich glaube, wir könnten da vorne direkt mal Fische holen. Ey, Moment, wir sind gerade gestorben, also können wir das mal ausprobieren. Ah, schade. Die sind nicht in die Luft geflogen. Das passiert ja wirklich zu oft. Und ja, finde ich ganz witzig. Vorne liegt noch eine Leiche. Vielleicht ja, mal wer auf dem Kopf steht, oder? Nee. Schade. Flair. So. So. Alles, was ich brauche. Nice. Moment, wir brauchen noch einen Kopf. Fällt mir gerade so ein. Okay, hier sind Fische. Fisch. 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 Oh, komm schon, Fisch. Fisch! So, nehmen wir uns einfach mal alle mit. Ich glaube, man kann gar nicht eigentlich. Also, man kann viele jagen und mitnehmen, aber ich glaube, dann kann man nur drei oder so davon benutzen. Hier ein paar Tauben, ne? Ich meine, wenn sie keine Angst haben, dann sollen sie Angst lernen. Aus Fehlern lernt man. Außer wenn man tot ist. Tut mir leid. Das ist aber schade jetzt. So, der hat auch getrunken. Schildkröten! Was geht? So, wir nehmen unseren Stock in die Hand. Ey, unseren Stock. Wir nehmen unsere Axt natürlich in die Hand. Und dann gehen wir noch mal kurz da vorne erkunden. Weil hier an der, also da oben war ich schon mal, aber ich war halt noch nicht hier an der Seite. Boah, diese ganzen YouTuber, die da, also die denken, sie sind da oben sicher und bauen denn da, die regen mich richtig auf. Weil die rennen dann wirklich, ich weiß nicht, warum so viele YouTuber, oh fuck, hier stirbt man. Ich weiß nicht, warum so viele YouTuber so eine Geduld haben, aber sie tragen einfach von da hinten immer zwei Holz bis nach da hinten. Also ich mach das nicht, keine Angst, ne? Also, wenn, dann würde ich sowas offscreen machen, aber da hatte ich keine Lust drauf. Und ja. Aber wir können uns direkt die Flare Gun holen. Was aber nur was bringt, wenn ich jetzt mehrere Folgen am Stück aufnehme. Zu diesen böse Pflanzen. Dann gehen wir mal zum guten Boot. Steine haben wir schon genug. Aber, ne, Moment, wir haben ja eigentlich was zu essen. Wir haben ja Fisch. Also brauchen wir nicht mehr. Kommt natürlich darauf an, wie lange das hält. So. Hui. Jetzt holen wir jetzt eben die Flare Gun. Gucken, ob was auf dem Boot drauf ist. Hier. Ja, okay, können wir so nicht holen. Ich habe immer übelst Angst im Wasser in Spielen. Aber ich habe wirklich immer Angst, dass einfach irgendwie ein Hai oder sowas auf uns zukommt und uns einfach wegfrisst. Das habe ich wirklich, ne? Ich fürchte mich auch vor Haien, aber ja, das ist irgendwie so eine Angst. Ich weiß nicht, ich finde sie interessant.
Hab mir auch schon mehrere Dokus und so drüber angeguckt. Gucken auch sowieso viele. Oh, fickt euch Dokus an. Und irgendwie ist das interessant gefährlich. Nicht dein Ernst. Der kann dadurch rennen. Ach schon. Ja, nice, getroffen. Okay, dann versuchen wir schnell an Land zu gehen. Ist das die Schildkröte? Ja, ah, hi. So, da vorne brennt einer. Ja, nice. Dann können wir direkt mal noch ein paar Köpfe mitnehmen. Ich find's lustig, dass sie zwei Köpfe fallen lassen. Lol. Okay, den konnte ich nicht mitnehmen. Kopf und Kopf. Achso, ja, einen muss man davon in die Hand nehmen. Oder kann man nur in die Hand nehmen. Und der andere geht ins Inventar. So. Das ist ja wenigstens kein Bug, den man ausnutzen kann. So, Hände waschen. Komm, Hände waschen. Ja, komm. Gut gemacht. Gucken, ob die Hände Dingens also dreckig werden. Ja, Hände dreckig. Dieser Bug ist so behindert. Man berührt die Viecher nicht, weil man brennt. Man fängt einfach an zu bluten. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich habe nämlich keine Lust mehr, mit den Leuten da abzuhängen. Ach, komm, den nehmen wir noch mit. Aber irgendwie spawnen die hier am Strand. Also ich habe die hier schon sehr oft gesehen. Oder gesagt, meistens sehe ich sie hier. So, wir sind bei 17 Minuten. Das heißt, wir beenden einfach mal die Folge. Also wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.